Wie angekündigt, beginnen wir diesen Durchmarsch durch die römische Ämterlaufbahn an der falschen Seite, also mit dem letzten Amt, dem Amt für besonders erfahrene Politiker, der Zensur. Dieses Amt ist schon deswegen besonders begehrt, weil nicht jeder Zensor werden kann, der vorher Konsul war, denn Zensoren werden nicht jedes Jahr gewählt, sondern nur alle 5 Jahre für eine Amtszeit von 18 Monaten. Diesen 5-Jahres-Zeitraum nennt man ein Lustrum und am Ende jedes Lustrums werden Zensoren gewählt, die dann binnen 18 Monaten ihre Aufgaben zu erledigen haben und dann ruht das Amt wieder, bis wieder nach dem nächsten Lustrum 2 Zensoren gewählt werden. Die prinzipielle Aufgabe der Zensoren oder Censores ist der Census, also die römische Volkszählung und die Führung von Bürgerlisten. Das hat verschiedene Bedeutungen. Zunächst mal dienen diese Bürgerlisten der Steuereintreibung, und dann auch dazu die Zuordnung zu den verschiedenen Stimmgremien, die wir kennengelernt haben, festzustellen. Also nach dem Zensus, nach der Steuerklasse richtet sich ja, wer in welcher Zenturie ist, wer in welcher Tribus ist. Und diese Listen werden von den Zensoren geführt. Auch die Liste der Senatoren wird von den Zensoren geführt. Und daraus ergibt sich die nächste Aufgabe der Zensoren, nämlich die sogenannte Sittengerichtsbarkeit. Es ist ihnen also möglich, im Rahmen ihrer Tätigkeit auch jemanden aus der Liste zu streichen, in die er eigentlich gehören würde, beispielsweise aus der Senatsliste oder aus der Liste oder aus einer einflussreichen Zenturie, nämlich dann, wenn sie sein Verhalten für im letzten Lustrum für sittlich zu missbilligend halten. Das muss kein illegales Verhalten sein, das kann ein Verhalten sein, das rechtmäßig aber nicht ehrenhaft ist. Und eine solche Nota Censoria, also eine Missbilligung durch den Zensor, kann dann die Folge sein oder eben die Streichung aus einer Bürgerliste, die Versetzung in einen schlechteren Stand. Daher nennen wir auch ein Urteil über eine Person und ihr Verhalten eine Zensur. Und außerdem, weil eben es da insbesondere um das sittliche Verhalten geht und es bei der Zensur im Sinne von Kontrolle von Druckwerken darum geht, unsittliche Schriften auszusondern, ist eben das Wort Zensur auch für diese Überwachung von Veröffentlichungen üblich geworden. Also sowohl der Zensus, die Volkszählung, als auch die Zensuren in der Schule und die Zensur von Medien leiten sich alle vom Amt des römischen Zensors her. Schon damit ist klar, dass es ein politisch enorm einflussreiches Amt ist. Es kommt noch dazu, dass die Zensoren eine wichtige Aufgabe in der staatlichen Wirtschaft, in den staatlichen Finanzen haben. Weil sie die Steuerlisten führen, verpachten sie auch die Steuereinnahmen für ein Lustrum. Es war in Rom üblich, dass die Steuern nicht vom Staat beigetrieben wurden, sondern das Recht zur Steuereintreibung verpachtet wurde an Steuereintreibergesellschaften, sogenannte Publikanen oder Publicani. Das sind auch die Zöllner, die in der Bibel als sündige Menschen vorkommen. Die pachteten also das Recht der Steuerbeitreibung, zahlten damit für den römischen Staat einen Fixbetrag und konnten die Steuereinnahmen behalten. In ähnlicher Weise wurden auch andere staatliche Einnahmequellen, zum Beispiel Bergwerke, von den Zensoren verpachtet. Und diese Regelung der Pachtverhältnisse jeweils für ein Lustrum war eine weitere Aufgabe, die den Zensoren enorme Verantwortung, enormen Einfluss zusicherte. Weil sie so wichtig waren, wurden sie auch in den Zentoriatkomitien gewählt. Das gilt auch für das nächste Amt, das vorletzte in der Ämterlaufbahn, nämlich das Amt des Konsuls, das reguläre Spitzenamt. Dem Konsul gehen also 12 Liktoren voran, die ihm solche Fasces vortragen. Deswegen habe ich rechts diese Fasces abgebildet. Der Konsul wird von den Zentoriatkomitien gewählt und hat auch das Recht, die Zentoriatkomitien einzuberufen, wie auch die Tributkomitien, also die andere Form der Volksversammlung, und dort Vorschläge zu unterbreiten. Prinzipiell kann das zunächst mal nur der Konsul. Das heißt, die Volksversammlung kann nicht von sich aus zusammentreten. Es kann nicht jeder Bürger dort etwas beantragen. Nur der Konsul kann einen Vorschlag machen, über den dann abgestimmt wird. Und dasselbe gilt für den Senat. Auch der Senat wird vom Konsul einberufen und geleitet und stimmt zunächst mal nur über Vorlagen ab, die vom Konsul unterbreitet werden. Außerdem gehört eben zum Amt des Konsuls die allgemeine Staatsleitung, die Befehlsgewalt im Kriege und die Möglichkeit, jeden Bürger zu einem bestimmten Tun anzuhalten, notfalls zwangsweise, nur eben eingeschränkt dadurch, dass er die Todesstrafe nicht aus eigener Machtvollkommenheit verhängen kann. Ansonsten ist auch die Rechtsprechung prinzipiell Teil seiner Aufgaben, also die Zivilrechtspflege.
Die Aufgaben im Bereich der Rechtspflege überlässt er aber normalerweise dem Prätor, seinem Amtskollegen mit prinzipiell gleicher Befugnis, der ihm aber untergeordnet ist. Es gibt immer zwei Konsuln. Abgesehen davon, dass eben der Senat ein großes Gegengewicht zu ihrer Amtsmacht bildet, können die sich auch gegenseitig blockieren. Jeder Konsul kann die Amtshandlungen seines Kollegen verhindern. Daran liegt also eine weitere Machtbegrenzung. Das gilt für alle Ebenen, dass es immer mehrere Beamte gleichen Ranges gibt, die sich gegenseitig blockieren können. Schauen wir weiter zu den Prätoren. Die Prätoren sind, wie man sagt, die Kollegia minoris, die untergeordneten Kollegen des Konsuls. Sie haben also prinzipiell die gleiche Machtbefugnis, können alles tun, was ein Konsul kann, also auch den Senat einberufen, die Volksversammlung einberufen, ein Heer führen und so weiter. Aber alles nur dann, wenn der Konsul es nicht selber tut, wenn also sie nicht dem Konsul damit im Wege stehen. Soweit der Konsul ihnen eine Aufgabe überlässt, haben sie dieselben Befugnisse wie der Konsul selber. Üblicherweise sind sie vor allem in der Rechtspflege tätig, wo der Konsul eben seine Befugnisse nicht ausübt. Deswegen ist der Prätor für uns Juristen besonders wichtig in der Rechtsgeschichte. Der Prätor ist der, der im römischen Gerichtsverfahren die zentrale Rolle hat. Er ist eben der Gerichtsmagistrat, in dem die erste Phase des Verfahrens stattfindet, so wie wir das in der Einheit über das Legisaktionenverfahren schon gesehen haben. Außerdem werden später Prätoren gewählt mit dem Ziel, die römische Staatsmacht in Provinzen zu repräsentieren, also als Provinzstatthalter, und unter anderem zu diesem Zweck wird die Zahl der Prätoren immer weiter vermehrt. In der späten Republik und in der Kaiserzeit findet man dann einen anderen Weg der Provinzverwaltung. Da werden keine Prätoren mehr mit dieser Aufgabe betraut, sondern Beamte, die in Rom ihre Amtszeit vollendet haben, sei es als Konsul, sei es als Prätor, werden danach in eine Provinz geschickt, denen wird ihr Imperium beschränkt auf eine Provinz verlängert. Aber ursprünglich wird die Provinzverwaltung so geregelt, dass eben Prätoren für die neu eroberten Provinzen gewählt werden. Und je mehr Provinzen es werden, desto mehr Prätoren. Und nun sehen wir auch, wie es kommt, dass Provincia einerseits das Wort für einen Amtsbereich in Rom, andererseits für eine Provinz ist, weil eben die zahlreichen gewählten Prätoren nach ihrer Wahl vom Senat ihre Amtstätigkeit zugewiesen bekommen. Und da kann eben eine Provinz darin bestehen, ein Amtsbereich, dass man in Rom für die Rechtsprechung zuständig ist und ein anderer für die Verwaltung der Provinz Sardinien. Daher also diese mehrfache Bedeutung des Worts Provincia. Wenn wir nun die Ämterlaufbahn weiter rückwärts verfolgen, verlassen wir den Bereich der Magistrate cum imperio und kommen zu den Ädilen. Die Amtsbefugnisse dieser verschiedenen Beamten sind übrigens ausführlich in der Quelle die Gesten 1.2.2 auf dem Quellenblatt geschildert, das Sie zur heutigen Stunde finden. Bei den Ädilen gibt es die Besonderheit, dass es 2x2 davon gibt, mit etwas unterschiedlichen Befugnissen. Einerseits gibt es die sogenannten plebejischen Ädilen, deren Aufgabe man grob mit Zuständigkeit für die römische Infrastruktur beschreiben könnte, also Aufsicht über Straßenverhältnisse, Märkte, Tempel und außerdem die Aufgabe, öffentliche Belustigungen, Spiele durchzuführen. Daneben gibt es die 2 kurulischen Ädilen mit denselben Aufgaben, die aber zusätzlich die Gerichtsbarkeit auf den Märkten wahrnehmen und zu dieser vornehmen Aufgabe auf einem Amtssessel sitzen dürfen, dem der sogenannten Sella Curulis, wie er sonst dem Konsul, dem Prätor und dem Zensor vorbehalten ist. Zwischen diesen 4 Ädilen, 2x2 Ädilen, ist auch insofern ein Unterschied, als sie von unterschiedlichen Gremien gewählt werden. Die plebejischen Ädilen sind Sonderbeamte der Plebs. Ursprünglich waren sie wohl nur für die Tempel der Plebejer zuständig und werden deswegen vom Concilium Plebis, von der Versammlung der Plebs, gewählt. Die kurulischen Ädilen dagegen werden von der Volksversammlung, von den Tributkomitien gewählt. Für uns in der Rechtsgeschichte haben diese kurulischen Ädilen, die die Marktgerichtsbarkeit innehaben, sowie die Prätoren eine besondere Bedeutung, weil sie eben die Rechtsprechung auf den Märkten formen. Bis heute spricht man von ädilitischen Rechtsbehelfen, wenn man das Rücktrittsrecht früher Wandlung und das Recht der Minderung beim Kauf meint, denn diese beiden Möglichkeiten auf den Kauf mangelhafter Ware zu reagieren durch Preisminderung oder Rückabwicklung des Kaufs, die ist ursprünglich
entwickelt worden in der Gerichtsbarkeit dieser kurulischen Ädile. Wir gehen weiter rückwärts und kommen nochmal zu einem besonders wichtigen Amt, nämlich den Volkstribunen. Wie gesagt, ein Amt für junge Leute. Es gibt auch relativ viele Stellen zu besetzen alle Jahre, nämlich 10. Gewählt werden die als besondere Fürsprecher und Schutzherren der Plebs vom Concilium Plebis. Und ihre Befugnisse reichen fast an die des Konsuls heran. Zunächst mal haben sie auch Zwangsbefugnisse, können also auch Römer zu einem Tun oder Unterlassen anhalten. Und sie sind persönlich unverletzlich. Das heißt, jeder Angriff auf die Person eines Volkstribunen wird mit dem Tode bestraft. Außerdem haben sie das Recht, den Senat oder den Senat einzuberufen und dort Beschlussvorschläge zu unterbreiten, wie der Konsul, oder auch das Concilium Plebis, nicht die Volksversammlung, aber das Concilium Plebis einzuberufen und zu leiten. Damit können sie also Gesetze und sonstige Beschlüsse herbeiführen, wie ein Konsul, denn das Concilium Plebis hat ja Gesetzgebungsbefugnis. Und schließlich haben sie ein allgemeines Vetorecht, das Recht der Interzession, so wie es sonst jedem Beamten gegenüber seinem Kollegen und gegenüber niedrigeren Beamten zusteht, so können die Volkstribunen gegen jeden Akt eines anderen Staatsorgans, also eines anderen Magistrats oder des Senats, einschreiten. Das sind also sehr weitreichende Blockadebefugnisse. Und es bedeutet auch, dass die Volkstribunen sich in die Rechtsprechungstätigkeit des Prätors einmischen können. Wem also nicht passt, was der Prätor in seiner Eigenschaft als Gerichtsmagistrat entschieden hat, der kann sich an den Volkstribun wenden und ihn bitten, die Sache aufzuhalten. Das ist eine der Grundlagen, aus denen sich später die Appellation, also das Rechtsmittel zu einem höheren Gericht schon im römischen Recht entwickelt hat. Wie kann es nun sein, dass diese enormen Machtbefugnisse nicht dazu geführt haben, dass der römische Staat sich verändert hat? Warum ist er trotzdem eine Aristokratie, eine Herrschaft der Oberschicht geblieben? Nun deswegen, weil eben auch das Concilium Plebis und die Plebejer unter der Kontrolle einer reichen Oberschicht stehen und deswegen nur selten Volkstribune gewählt wurden, die wirklich versucht haben, für die kleinen Leute etwas zu tun. Zwei Beispiele dafür sind die beiden Brüder Gracchus, Tiberius und Gaius Gracchus, die im 2. Jahrhundert vor Christus gelebt haben, als die römische Republik schon langsam in die Krise kam. Aber die meiste Zeit über sind diese enormen Machtbefugnisse des Volkstribunen nicht wirklich zur Sprengung des Systems eingesetzt worden. Kommen wir noch zum letzten Amt, dem Eingangsamt der Ämterlaufbahn. Das ist die Quästur, im Wesentlichen eine Aufgabe der Finanzverwaltung. Also in Rom sind zwei Quästoren zuständig für die Verwaltung der Staatskasse. In den Provinzen sind das Hilfsbeamte für den Provinzstatthalter, ursprünglich also für die dort extra gewählten Prätoren. Später werden Quästoren den Prätoren und Konsuln mitgegeben, die nach Ablauf ihrer Amtszeit in Rom eine Provinzverwaltung übernehmen. Damit ist dieser Durchgang durch die reguläre Ämterlaufbahn und die reguläre Verfassung des römischen Staates zu Ende. Wir haben aber noch einen wichtigen Punkt zu besprechen, nämlich den Ausnahmezustand. Also den Sonderfall, in dem wegen einer besonderen Bedrohung der staatlichen Ordnung die normalen Regeln außer Kraft treten. Der berühmte, aber auch berüchtigte deutsche Jurist Karl Schmidt hat das Wort geprägt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das leuchtet ein, denn wer die normalen Regeln, die normalen Begrenzungen, die normalen Checks and Balances außer Kraft setzen kann, der ist natürlich die wahre Macht im Staat. Und wir werden sehen, in Rom ist es gar nicht so leicht zu sagen, wer das ist. Die Römische Republik kennt nämlich zwei Mechanismen zur Bewältigung des Ausnahmezustandes. Die erste ist die Ernennung eines Diktators. Der Diktator ist ein Oberbeamter mit absoluter Machtvollkommenheit. Um das zu symbolisieren, werden ihm 24 statt 12 solche Fasces vorgetragen. Der Diktator ist für 6 Monate der unumschränkte Herrscher, eben ein Diktator. Sein Imperium geht dem Imperium aller anderen Beamten vor. Die anderen Beamten bleiben im Amt, aber das Imperium des Diktators ist ihrem überlegen. Er kann also alle Entscheidungen an sich ziehen, alle Machtbefugnisse der Prätoren und Konsuln an sich ziehen. Und er ist nicht gebunden durch die Interzession, also weder ein Kollege, er hat ja keinen, noch der Volkstribun kann sich ihm entgegenstehen und seine Stellen und seine Entscheidungen blockieren. Es gibt auch keine Provocatio ad populum, also nicht die Möglichkeit, gegen ein Todesurteil an die Volksversammlung zu appellieren. Er ist Herr über Leben und Tod und buchstäblich die einzige Macht im Staate. Er ernennt sich als Hilfsbeamten einen
ein Magister Equitum, ein Befehlshaber der Reiterei, der auch ein Imperium hat, aber selbstverständlich einem dem Diktator untergeordnetes. Die Idee dahinter ist, dass man für 6 Monate, für begrenzte Zeit, jemanden mit absoluter Herrschaftsmacht ausstattet, um insbesondere eine Bedrohung von außen zu bewältigen. Ein klassisches Beispiel für die erfolgreiche Ernennung so eines Diktators ist die Ernennung von Quintus Fabius Maximus Cunctator, Quintus Fabius Maximus dem Zögerer, dem Zauderer, zum Diktator im Krieg gegen Hannibal. Nachdem die Römer in Bedrängnis geraten waren, als Hannibal über die Alpen gekommen war und in Italien eingefallen war, sahen sich also die Konsuln außerstande, die Lage zu bewältigen, und es wurde ein Diktator ernannt. Schauen wir nochmal zurück. Der Diktator wird nicht gewählt, auch nicht vom Senat benannt, sondern er wird von einem Konsul oder Prätor, also einem Magistrat cum imperio, ernannt. Das heißt, einer der bisherigen Inhaber der obersten Gewalt muss freiwillig die Macht aus der Hand legen und den Diktator ernennen. In der Regel geschieht das mit Billigung oder auf Initiative des Senats, aber es muss geschehen durch den Konsul oder Prätor. Das geschah also, es wurde Quintus Fabius Maximus Cunctator zum Oberbefehlshaber und Diktator ernannt, und er hat erfolgreich die Strategie des Zauderns angewendet, daher sein Spitzname Cunctator. Er hat die offene Feldschlacht vermieden und darauf vertraut, dass Hannibal sehr weit weg von Karthago ist, dass er sehr lange Nachschubwege hat über die Alpen und dass ihm deswegen irgendwann die Kräfte ausgehen werden. Das war also die Ernennung eines Diktators auf kurze Zeit zur Bewältigung eines Feldzugs in der besten Zeit der Römischen Republik. Wir haben dann weitere Beispiele erst wieder ganz am Ende der Republik, also kurz vor der Machtergreifung des Augustus. Da gibt es zunächst mal Cornelius Sulla. Das war auch schon ein starker Mann im römischen Staat, der sich im Bürgerkrieg durchgesetzt hatte gegen seinen Rivalen Marius und dann zum Diktator ernannt wurde, nicht im Wege der Ernennung durch den Konsul, sondern durch Gesetz und auch auf eine längere Zeit und mit der Aufgabe, nicht einen äußeren Feind zu besiegen, sondern Diktator legibus scribundis et constituende republicae, also Diktator mit der Aufgabe, Gesetze zu verfassen und den Staat wiederherzustellen. Schon da hatten manche wohl angenommen, er würde diese absolute Macht nie wieder zurückgeben. Er hat sich aber dann tatsächlich zurückgezogen, wenn auch nicht nach einem halben Jahr. Und es ist dann nochmal die Republik wieder in Gang gekommen. Aber kurz danach kam es erneut zum Bürgerkrieg, in dem sich Julius Caesar durchgesetzt hat. Und Caesar wurde dann zum Diktator perpetuus, zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Auch das nicht im alten Mechanismus, sondern durch Gesetz. Das war also letztlich etwas völlig anderes. Es wurde zwar auch wieder geltend gemacht, es sei eine Notlage, aber das war weder zeitlich befristet noch auf Initiative eines Imperiumsträgers. Es war letztlich die Ermächtigung eines Einzelnen, die Macht im Staate auf Dauer zu übernehmen. Sie wissen, wie das geendet ist, nämlich an den Iden des März, damit es Caesar ermordet wurde. Deswegen hat sich die Diktatur letztlich nicht zu dem Mittel gewandelt, die Römische Republik in einen anderen Staat zu überführen. Das geschah auf anderem Wege, die wir demnächst besprechen werden. Zunächst müssen wir diese Zwischenzeit, die hier verbleibt, uns anschauen. Also zwischen 217 vor Christus und dann den Diktatorenernennungen am Ende der Republik ist eine längere Lücke. In dieser Zeit gab es auch Notstände, und zwar innere Notstände, die auf andere Weise bewältigt wurden, nämlich mit dem sogenannten Senatus Consultum Ultimum, dem äußersten Senatsbeschluss. Wie schon erwähnt, ist das an und für sich der Form nach wieder ein Ratschlag des Senats an die Magistrate, aber sogar ein Ratschlag, der außergewöhnlich vage gefasst ist. Die Konsuln mögen zusehen, dass der Staat keinen Schaden nimmt. Vidiam consules, nequit res publica detrimenti capiat. Der Sache nach ist das aber ein besonders weitreichender und verbindlicher Beschluss, der eben den Konsuln Ausnahmebefugnisse erteilt, damit sie einen inneren Notstand bewältigen. Was genau ein innerer Notstand ist und was genau die Ausnahmebefugnisse sind, darüber herrscht keine Klarheit. Das wollte man vielleicht gar nicht so genau wissen. Was geschieht ist, dass Feinde der aristokratischen Herrschaft der Oberschicht auf diesem Wege ausgeschaltet werden. Das geschieht insbesondere mit dem jüngeren der beiden Brüder Gracchus. Der ältere wurde ohne besondere Formalitäten erschlagen. Der jüngere, gegen den wird ein solches Senatus Consultum Ultimum erlassen, und er wählt dann den Freitod, um die Folgen davon nicht ertragen zu müssen. Klar ist also, es käme in Frage auch die Ermordung eines politischen Gegners auf der Basis oder eines wahrgenommenen Staatsfeindes auf der Basis dieses Senatus Consultum Ultimum. Davon macht später
der große Redner Cicero Gebrauch. In seinem Konsulat hat er die Chance, die vielleicht gar nicht so gefährliche Verschwörung des Catilina, eines unzufriedenen Adligen, niederzuschlagen. Und er tut das mit großer Härte, lässt sich also durch das Senatus Consultum Ultimum dazu ermächtigen und setzt Anhänger des Catilina dann im Mamertinischen Kerker in Rom gefangen und lässt sie dort erwürgen, kommt wieder, sagt, sie haben gelebt. Später wird ihm vorgeworfen, damit habe er die Ausnahmebefugnisse überschritten. Letztlich haben wir also ein kompliziertes Verfahren für die Bewältigung des Ausnahmezustandes und die Frage, wer nun souverän ist, lässt sich für Rom gar nicht so leicht bewältigen. Wir sind damit am Ende dieses Durchgangs durch die römische Verfassung. In der nächsten Woche geht es um die Entstehung der römischen Rechtswissenschaft. Für heute vielen Dank.